Ich glaube, ich gehe wieder runter. Ich gehe wieder runter. wir haben einen neuen Pfad erkundet, meine Damen und Herren. So. Gehen wir uns gleich mal wieder aufwärmen hier an der Stelle. Pfeifen wir uns mal wieder ein bisschen Lebensmittelvergiftung rein. Wir pfeifen uns jetzt wieder eine Runde Lebensmittelvergiftung rein. Denn wir hatten ja neulich erst eine oder zwei. So. Sag mir nicht, ich krieg schon wieder eine, weil ich glaube, mir gehen demnächst die Medikamente aus. Wir hätten nämlich keine Antibiotika mehr, Leute. Wir hätten keine mehr. Wir müssten jetzt tatsächlich Lackporlinge suchen. Bitte, liebes Achievement, lass doch nicht mehr allzu lange auf dich warten. Ich wäre dir so dankbar, wenn du erscheinen würdest, oh mächtiges Achievement des 3 Tage lang draußen schlafens Gedönses. Ich meine, ich schlafe auch gern noch mal eine Nacht draußen, aber ich möchte dieses Achievement sehen. Boah, hier gibt es immer ein Geräusch, wenn man hier vorbeiläuft. Ich erschrecke jedes Mal total. Minus 28 Grad. Ist schon heftig. Hm. Ganz im Ernst, ich glaube, wir pennen einfach mal eine Runde drüber. Das macht so gerade eben gar keinen Sinn. Wo ist denn jetzt unsere Höhle hier? War die hier? Die muss, glaube ich, da drüben gewesen sein. Ich verirre mich so schnell, wenn es hier so ein bisschen stürmt. Das Lustige ist, man hört das Brutzeln des Feuers noch draußen. Das übertönt so ein bisschen den Rest. Finde ich irgendwie witzig. Wie viel wir wissen gar nicht, wie viele Stunden Tageslicht wir noch übrig haben. Ja gut, dann hauen wir uns mal 4 Stunden aufs Ohr. In der Hoffnung, dass da mal was passiert. Also unser Feuer ist jetzt definitiv aus. Der Sturm scheint sich einigermaßen gelegt zu haben. Jetzt haben wir schon 3 Lagerfeuer hier rumstracken. So, wie schlimm ist es jetzt draußen? 1 Grad, gut, so. Jetzt machen wir uns mal... Wir haben noch 7 Stunden Helligkeit. Okay, das heißt, wir machen uns jetzt mal auf die Suche nach Lackporling-Gedöns. Wenn irgendjemand irgendwo ein Lackporling sieht, bitte hier schreien. Wenn, was schreibt ihr gerade? Ja. Wie gesagt, wir machen noch eine Nacht hier und dann gehen wir weiter. Dann wissen wir es. Also wie gesagt, dann wissen wir es alle definitiv. Dann war das sozusagen nochmal die Probe aufs Exempel. Dann müssen wir es tatsächlich anders machen. Aber dann finde ich es irgendwie sehr, sehr lustig, dass man das zum Beispiel in einem Hütchen machen kann. Und in einer Höhle halt nicht, ne? Hätte seine eigene Komik, finde ich persönlich. So, gefühlt 11 Grad. Hier gibt es auch nochmal Holz. Nehmen wir mit. Früher oder später können wir es brauchen. Die Bänklein hier. Bam, bam, badam, bam, 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 bam. Ich möchte die Schaukel auseinandernehmen und daraus mir einen Metallstock fertigen. Damit kann ich Wölfe zertrimmen. In meiner Fantasie zumindest. Da drüben hat es, glaube ich, nochmal Holz. Also wie gesagt, wir machen noch eine Nacht hier. Das ist dann sozusagen die Bonusnacht oder die Safety-Nacht oder irgendwie sowas in der Art und Weise. Und wenn dann das Achievement nicht klappt, dann klappt es halt hier nicht. Also dann klappt es halt in der Höhle nicht, ne? Dann müssen wir wirklich das nochmal woanders versuchen. Komplett draußen vielleicht, an einer Stelle, wo vielleicht nicht regelmäßig der Wolf Patrouille geht. Aber es war dann immerhin schon mal den Versuch wert. Dann wissen wir quasi schon mal, wie es nicht geht.
So, als Wissenschaftler bin ich ja auch schon dankbar, wenn jemand Versuche durchgeführt hat. Also nicht nur, um zu wissen, wie etwas geht, sondern wenn noch niemand weiß, wie etwas geht, dann ist es auch gut zu wissen, wie es nicht geht. So, jetzt gehen wir hier nochmal runter. Schauen mal nach. Hier ist nichts Besonderes. Hier waren wir schon. Da ist die Höhle. Alles klar, gut. Ja, wir haben es, glaube ich, hier komplett alles abgegrast. Ah, okay, du meinst also, dass es vielleicht was mit dem Windschutz oder dass es irgendwie in der Art und Weise bearbeitet wird. Wir könnten es auch mal mit einer Scheune versuchen. Die Frage ist, wo wir eine finden. Ich weiß gerade eben nur im idyllischen Tal, wo es welche gibt. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, aber der Steffen, der entwickelt sich doch zurück. Er wird immer mehr Höhlenmensch, immer mehr Hooligan. Er will eine Metallstange, ihr wisst schon. Zum Randalieren. So, und dann machen wir nochmal hier so einen Balanceakt. Können wir da hoch? Na? Na? Ah, nee, geht nicht. Wäre auch mal cool, wenn man auf diesen umgefallenen Bäumen so ein bisschen balancieren könnte. Hätte auch was. Wir hätten auf jeden Fall auch gleich hier das gesamte Gebiet hier komplett abgegrast. Das Einzige, was wir dann sozusagen noch abschließend machen. Bevor wir dann endgültig hier weggehen, wir gehen natürlich nochmal in diese... Oh, ein Hase, okay. In diesen Kellerraum, gucken uns den nochmal an. Bevor wir gehen... Hallo Hasi! Hui! Bösartig wäre gewesen, einfach jetzt aus 2 Metern Entfernung draufhalten. Dann hat man überall Hase im Gesicht. Widerliche Vorstellung. Das arme Tier. Bei der Scheune im Haus des Pelzjägers. Ja, dann wäre es doch mal ein Grund, dahin zu gehen. Zumindest hypothetisch. Oh Gott, wir haben schon wieder Hunger. Ich habe Angst, Leute. Ich habe Angst vor meinem Hunger. Ihr wisst warum. Er neigt dazu, uns umzubringen. Also die Nahrungsaufnahme ist gefährlicher als die Nicht-Nahrungsaufnahme, habe ich das Gefühl. So, wir essen jetzt nochmal was. Das Geile ist, dass die Fressalien halt schneller zur Neige gehen, als einem lieb sein kann, ne? Schaffen es gerade so, hier so über die Runden zu kommen. So. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch 4 Stunden Helligkeit. Ach du Kacke. Sollen wir die einfach überschlafen, Leute? Sollen wir einfach jetzt schlafen eine Runde? Dass das Thema durch ist? Ich weiß gar nicht, ob die Sachen überhaupt trocknen. Schreibt mal ganz, ganz kurz bitte in die Kommentare, ob wir jetzt einfach die 4 Stunden Tageslicht verschlafen sollen, um zu gucken, ob das Achievement kommt oder nicht. Solange stehe ich hier noch mir ganz, ganz kurz mal die Füße in den Bauch und uns gehen ja auch langsam aber sicher die Versorgungsmittel aus. Wir müssen also demnächst weiter. Genau, das war Bugs Bunny. Richtig, der Hase. Hat auch gesagt quasi, ich weiß Bescheid. Oder nachts kommt er in unsere Höhle und flüstert uns ins Ohr, ich weiß, was du letzte Nacht getan hast. So. Okay, dann schlafen wir jetzt einfach. So, wir haben noch 3 Stunden. Das heißt, wir hauen jetzt hier mal uns 10 Stunden. Moment. Dass wir uns auch richtig verstehen. So. Nachts finde ich das garantiert nicht mehr. Wenn es dunkel ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde voll drauf stehen, diesen Bärenschlafsack mal zu bekommen. Jetzt haben wir 69 Tage überlebt. Und ich ahne schon, unser Tod wird eine Lebensmittelvergiftung sein. Ich ahne es. In die Richtung bewegt sich das Ganze so ein bisschen. So, also ich habe das Gefühl, dass Lini Burrito recht hatte. In der Höhle bekommt man es nicht.
Wir sind um eine Erkenntnis schlauer. Eine grausame Erkenntnis. So, aber eine Sache will ich jetzt machen. Als allererstes nehmen wir natürlich jetzt hier die wichtigen Sachen mit. Das Hundefutter, ganz im Ernst. Ach, was soll's. Das nehmen wir auch mit. Den hier nehmen wir mit. Alles. Oh Gott, das wird so schwer. Alles. 44 Kilo. Oh Gott. So. Wir müssen noch mal ganz, ganz kurz zurück in das Ding, denn ich habe ein paar Medikamente vergessen. In Anbetracht der jetzigen Umstände möchte ich so viel Antibiotika wie möglich dabei haben. Sonst wird das fatal enden. Mit der Lebensmittelvergiftung. Und ich habe die Antibiotika, naja, zugegeben, weil ich es jetzt nicht unbedingt die größte Bedeutung zugemessen habe, einfach mal zurückgelassen. Also zumindest den größten Teil davon. Das rächt sich jetzt. Oh ja, das rächt sich jetzt. Der Wolf hier ist schon verschwunden. Das bedeutet, er kann jederzeit wieder auftauchen. Ein Rollatorkraften, genau. Ja, und du hast auch recht, Alkrin, ne? Also, wer weiß, vielleicht ist es aber auch Bugs Bunny als einer der Geister von Weihnachten, ne? Die Frage ist bloß, was hat Bugs Bunny damit zu tun? Ich dachte, das ist alles in den Händen von Disney. So, wir holen jetzt ganz, ganz schnell hier die Medis und dann wandern wir Richtung, ja, Küstenstraße. Und dann schauen wir mal, ob wir da eventuell was finden. Aber zuvor kehren wir dann natürlich da noch... Oh, Moment. Das könnte in Zukunft wichtig werden. Immerhin ein. Ich glaube, damit haben wir jetzt einen weiteren Lackpurling-Tee theoretisch zur Verfügung. Ja, okay. Also so funktioniert es nicht. Das wissen wir jetzt definitiv. Ein weiteres Mal muss man es nicht testen. Genau, die nehmen wir noch mit. Die nehmen wir noch mit. Die wiegen ja so gut wie nix. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ja, das Holzzeug lassen wir da noch drin. Medikamentenzeugs. Schmerzmittel. Lackpurling-Tee. Schmerzmittel. Alle. So. Habt ihr sicherlich hier noch... Genau, hier noch mehr Lackpurling-Gedöns. Moment. Genau, hier sind unsere Antibiotika. Sehr gut. Hm, Fressalien. Hier ist das gute Wolfsfleisch, Leute. Und hier natürlich, das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir mit. Das tragen wir gleich 50 Kilo mit uns rum. Das wird Spaß machen. Das wird Spaß machen. Aber so wie es aussieht, 50 Kilo sind noch drin. Boah, ist das krass. Man hört es quasi wirklich... Das Scheppern der ganzen Sachen, die man so mit sich rumschleppt. Ja, das stimmt. Aber wir haben jetzt zum Glück einen Lackpurling-Tee dabei. Das ist schon mal als Lebensretter ein guter Anfang. Moment, ich muss kurz was trinken. Als Lebensretter für meine Stimme. Nicht, dass ich das Krächzen anfange, da hat ja auch keiner was davon. Höchstens irgendwelche Vögel, die mich dann plötzlich irgendwie, keine Ahnung, für einen von ihren halten. So. Bitte, Wolf, sei nicht da. Ich würde es total super finden, wenn du nicht da wärst. So. Im Übrigen, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich habe ja bei Hinterland Studios angefragt, ob es von ihnen aus auch okay wäre, den Storyline-Modus zu Let's Playen. Und, also ich habe einfach mal angefragt, weil ich das einfach so aus Höflichkeit quasi in dem Fall dann natürlich absolut für richtig halte, dass man das erstmal fragt. Und dann kam zurück, ja, sie würden sich sogar freuen, dass wenn also YouTuber den Storyline-Modus genießen werden. Und da freue ich mich ehrlich gesagt schon drauf, Leute.
wenn der Storyline-Modus rauskommt, dann quasi, ja, eine neue Runde anzufangen. Und dann können wir vielleicht gemeinsam mal sehen, wie das so abläuft. Genau, wir gucken noch kurz in den Keller, Martha. Absolut richtig. Da gucken wir kurz rein. Ich hoffe, dass da Benzin drin ist für unsere Lampe oder so ein Quatsch. Wir können auch ein bisschen was in den Keller ja einlagern, ne? Also wir wissen ja, wir können theoretisch jetzt jederzeit wieder hierher kommen. Die Sachen müssen ja bloß einigermaßen safe aufgehoben sein. Dann ist alles gut. Wir könnten auch, Moment, wir könnten auch ein paar Sachen einfach ins Auto hier reintun. Erstmal gehen wir in den Keller. Ich meine, ich schleife jetzt hier auch gerade eben einfach noch so einen zweiten Bogen mit mir rum, obwohl ich das gar nicht muss. Man kann ja nur mit einem Bogen schießen. So, mal schauen. Keller. Komplettes Neuland. Treppe runter und was finden wir? Wir finden... jetzt machen wir erstmal hier kurz mal die Fackel an, dass wir überhaupt was sehen. Yeah! 3 Liter Petroleum. Brandbeschleuniger. So, ich glaube, wir nehmen die Sachen jetzt hier einfach mal alle auf und dann tun wir sie draußen ins Auto packen. Sofern wir überhaupt noch so weit laufen können. Antiseptikum, da sollten wir mit der Flasche, glaube ich, nicht allzu nah rankommen. Ich will nicht fuchteln. Die Temperatur im Keller ist 18 Grad. Ah ne, minus 3 Lufttemperatur. Ich glaube, das ist nicht so gut, oder? Ich glaube, minus 3 Grad ist nicht so gut. Boah, wie langsam wir sind. So, dicker Wollpulli, Trockner, Cargohose, Wollsocken. Also, was meinst du, Mad Max? Sachen lieber im Keller lagern oder lieber im Auto? Du scheinst ja dafür der Profi zu sein. Währenddessen ich jetzt hier gerade eben langsam und bedächtig Richtung Ausgang schreite. Hast du genügend Zeit, dann auch mich da davon abzuhalten, da oben drauf zu klicken? Also wie gesagt, es sind minus 3 Grad. Die Frage ist halt, was halt alles einfrieren kann. Ne? Da geht es natürlich darum, dass gewisse Dinge einfrieren können. Klamotten zum Beispiel, ne? Moment, wie viel Zeit? Wir haben noch 11 Stunden Tageslicht, okay. So, Moment. Machen wir erstmal hier wieder aus. Also ist es egal. Ja, dann würde ich sagen, wir tun es ins Auto rein. Weil im Auto, würde ich mal behaupten, da haben wir dann den schnelleren Zugriff, falls wir mal wieder vorbeikommen. So, schauen wir mal. Hey, da waren wir noch gar nicht richtig drin, habe ich so den Eindruck. Ah, da sind noch Sachen drin. Okay, da können wir jetzt auf jeden Fall 5 Kilo mal reinräumen. Da tun wir auf jeden Fall mal, ach wisst ihr was, die Klamotten, die wir nicht wirklich brauchen, da rein. So. Das ist noch die Cargohose, genau. Dann Fressalien nehmen wir natürlich mit. Was brauchen wir denn nicht unbedingt? Genau, hier diesen zusätzlichen Bogen lassen wir jetzt mal hier. Den Rest müssen wir eigentlich fast mitnehmen. Die getrocknete Rehhaut lassen wir mal hier. Das Metall lassen wir mal hier. Das sind alles Dinge, die einfach zu schwer sind. Das Holz möchte ich gerne mitnehmen. Wobei, ne, wir haben so viel Zedernholz, dann können wir das Altholz hier lassen. Oh, passt gar nicht alles rein. Gut, dann haben wir was für den Kofferraum. So. Da sind auch Handschuhe drin. Stimmt, da war ja was, ich erinnere mich. So. Das sollte passen. Wie viel tragen wir jetzt? Immer noch 48 Kilo. Der Wahnsinn. Tja, erleichtern wir uns mal um 100 Gramm. So. Und nochmal um ein Kilo. Und nochmal um irgendetwas. Halbes Kilo Wasser wahrscheinlich. So, ja. 2 Kilo sind wir dadurch losgeworden. Ich kurz mal überlegen.
Genau, jetzt füllen wir auf jeden Fall mal hier unsere Laterne auf. Aber ich möchte auf jeden Fall das Ding mitnehmen. Also das müssen wir mitnehmen, den Kanister. Führt keinen Weg dran vorbei. So, dann würde ich mal sagen, Leute, Küstenstraße versuchen, das Achievement zu machen oder Rätselsee.